Sobald ich meine Augen öffne, werden die Gedanken, die ich habe, nicht mehr meine eigenen sein. Die Menschen reden ausschließlich über die Dinge, die sie von den Medien eingetrichtert bekommen haben. Totaler Nonsens. Wen interessieren die Milchpreise, wenn im Irak Menschen sterben? Ich bin Student und ich habe eine eigene Meinung. In welche Richtung ich gehe, entscheide ich doch selbst. Und wenn ich nicht für sie bin, dann werde ich eben gegen sie sein. Niemand interessiert sich für einen weiteren Bombenanschlag, wenn unsere Berühmtheiten schwanger werden. Ein einfaches Und jetzt des Nachrichtensprechers reicht aus, um mich alles vergessen zu lassen. Geht es immer nur um Geld? Fühle ich mich deshalb zu klein, zu dick, zu unbeliebt? Als ob ich vergesse, wer ich bin. Als ob ich es zulasse, dass man mich manipuliert. Ich muss noch einkaufen. Ich brauche Milch, sonst eigentlich nichts. Warum kaufe ich eigentlich kein Rindfleisch mehr? War BSE nicht eine Lüge? Dass Milch den Körper verschlackt, Vitamine zerstört und sogar das Krebsrisiko steigert, darüber sagt niemand etwas. Zu viel Geld wird damit gemacht. Als ob die Regale zu mir sprechen. Ich kaufe es trotzdem. Und nicht nur das. Nur Werbung, geistlose Unterhaltung und politischer Schwachsinn überfluten die Bildschirme. Einer lügt mehr als der andere. Und wenn die Welt nur noch aus Lügen besteht, dann wird die Wahrheit das Einzige sein, was niemand mehr glaubt. Werde ich meine Augen schließen und wegsehen? Nein, ich habe meine eigene Meinung. Ich traue nicht den schönen Bildern und den Worten, die mir verbieten, selbst zu denken. Ich werde suchen und ich werde die Wahrheit finden. Auch wenn es mir nicht bewusst war, dass ich manipuliert wurde. Oder hast du es gemerkt? Ich hoffe, du bist nicht einfach nur meiner Meinung. Und jetzt informiere dich über die Hintergründe.